Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hackbox von Said. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hack von Said. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, am besten hier bei dieser Schweißnaht öffnen. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier eine weiße Box. Oben links lesen wir in so gold- oder goldgrüner Schrift Said Hack. Dann in rosa, pinker Schrift noch arabische Schriftzeichen, die meines Wissens Hack auf Arabisch heißen. Also das Wort Hack eben auf Arabisch. Und dann haben wir hier Said abgebildet mit Skimaske und einer aufblasbaren Krone. Dürfte hier wohl einen Ofen rauchen. Und hier gerade Feuerzeug in der Hand und dieses vor Wind abschirmen. Dann haben wir hier unten einmal einen Barcode und ein buntes Muster. Erinnert stark an das Muster von Carlo Colucci Pullovern. Und soweit ich weiß, auch das ganze Boxdesign daran angelehnt, da Said ja großer Verfechter und Träger von Carlo Colucci ist. Diese Linien, diese Zierleisten ziehen sich dann hier rundherum. Auf der linken Seite lesen wir auch nochmals Said und Hack. Und auf der Rückseite haben wir dann ebenfalls nochmal diese arabischen Schriftzeichen und ein Foto von Said, diesmal in der Frontaufnahme. Hier oben dann noch die Credits und auch hier noch Credits. Gut, das Ganze eine reguläre Klappbox, bedeutet, wir machen das Ganze dann hier an der Seite auf. Das Ganze am vergangenen Freitag erschienen, den 15.06. Und auch hier kommt nochmal so eine Zierleiste zum Vorschein. Wir haben hier einmal einen Regenschirm. Boah, und die Box riecht intensiv. Das dürfte diesem Gegenstand hier geschuldet sein. Ein Duftbäumchen. Kommen wir gleich noch dazu. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Natürlich das Album an sich. Und ein Sticker. Von innen die Box glatt weiß. So, dann machen wir die Box mal wieder zu. Und nachdem hier nur der Regenschirm wirklich in Folie ist und dieses Duftbäumchen, lassen wir es nochmal, fangen wir wie immer an mit dem Album an sich. Also auch hier wieder Said Hack zu lesen. Darunter lesen wir noch produziert von Frank Sinatra, der Produzent, der wirklich das gesamte Album gemacht hat. Alle Beats auf diesem Album von ihm. Dann haben wir hier wieder Said abgebildet, wie auch schon auf der Box. Allerdings hier das Foto etwas weiter herausgezoomt, denn hier sehen wir noch die Schultern und mehr Oberkörper von Said als auf der Box. Da war das Ganze hier so eher reingezoomt. Auf der linken Seite hier sehen wir wieder in dem Standard Jewel Case diesen bunten Balken. Said Hack lesen wir auf der Seite in Pink und Weiß. Und auf der Rückseite nochmals das bekannte Foto und dann relativ unüblich hier so an der Seite zusammengepresst die Tracklist. Und zwar haben wir 13 Tracks an der Zahl. Wir haben einmal einen Track mit Olexesh, Hayes und Taimo und dann haben wir noch einen Track mit Bangs. Also insgesamt 4 Features auf 13 Tracks verteilt. Dann schauen wir mal ins Booklet. Beziehungsweise, ja, Booklet nicht wirklich vorhanden. Das Ganze ist hier so ein Einleger, eventuell hier als Wendecover verwendbar. Ansonsten hier kein Booklet mit dabei. Dann haben wir die Album-CD, die ist ja auch wieder in diesem rosa und pink Ton gehalten. Also rosa, weiß, Said Hack. Auf der Rückseite diese Carlo Colucci Optik und auch hier lesen wir wieder Said Hack.
Dann haben wir zum Album die Instrumentals, die kommen in einer Papphülle, in einem Digisleeve. Und auch hier lesen wir wieder Said Haq Instrumentals, produziert von Frank Sinatra. Und genau dieser ist hier auch mit abgebildet. Also links haben wir Frank Sinatra und rechts haben wir dann Said. Und hier hinten dann wieder die bunten Elemente. Ist die Frage, was sieht nach Photoshop aus? Also so eine typische Aufnahme aus einem Berliner Haus, so ein Hauseingang. Und dahinter dieser Vorhang oder diese bunte Tapete, dieser Streifen hier, wurde wohl per Photoshop hineinbearbeitet. Dann haben wir hier wieder Said abgebildet, genau wie auf dem Standardcover, hier auch mit der Tracklist. Und dann lesen wir hier noch Said Haq Instrumentals. Wie gesagt, in einer Papphülle. Dann haben wir einen Sticker, einen runden Sticker, einen kreisförmigen Sticker. Und auch hier wieder das Muster zu sehen und diesmal in Pulloverform Said Haq zu lesen. Und das gab es auch schon mal in der Tannen aus Plastikbox. Da war ja auch so eine Dufttanne, so ein Duftbäumchen dabei. Der roch auch nach Kokos, aber das ist echt intensiv. Also wir bekommen hier so ein Kokos Colucci Pullover, den man natürlich ins Auto oder wo auch immer hinhängen kann an den Rückspiegel. Und das Ganze ist echt, echt geruchsintensiv. Also es ist zwar hier noch in dieser Folie, aber die dürfte hier nicht ganz luftdicht verschließen. Und es ist, also wenn ihr die Box aufmacht und auch so, wenn man dran riecht, es riecht unfassbar stark nach Kokos. Ich muss ehrlich sagen, ich mag Kokos, deswegen finde ich, es ist angenehm. Aber es gibt sicher Leute, die mit Kokos jetzt nicht so viel anfangen können, für die der Geruch irgendwie zu intensiv oder ja zu unangenehm ist. Und das ist eine absolute Premiere in der Box für mich. Der letzte Bestandteil der Box ist in diesem Fall so ein kleiner Knirps, also ein kleiner Regenschirm. Dieser kommt hier einerseits verpackt, ebenfalls natürlich wieder in dem bekannten Muster. Und dann hat der Ganze auch noch hier, wie man es kennt, so eine kleine Schlaufe mit Klettverschluss, womit man das Ganze dann zumachen kann. Und dann hier noch so eine Schlaufe am Griff, damit man das Ganze hier schön tragen kann. Das lässt sich dann hier ausziehen. Der komplette Stock oder die Stange hier in schwarz gehalten. Und dann kann man das dann hier oben aufschieben. Wenn man es hinkriegt. So, jetzt habe ich ihn auch befestigen können. Also wir haben hier das Ganze in schwarz gehalten. Wir haben hier dann auch am Griff bzw. auf der Stange diese silbernen Pünktchen, die das Ganze eben dann in Form halten, dass die Stange auch wirklich ausgefahren bleibt. Und so sieht das Ganze dann von innen aus. Also hier diese Halterung, diese Speichen hier allesamt in schwarz gehalten. Und der Regenschirm dann in der bekannten Carlo Colucci Optik, und zwar, wenn ich euch das mal kurz zeigen kann, so sieht das Ganze dann aus. Also wir haben hier einen mehr oder weniger großteils violetten, lilafarbenen Regenschirm, und dann haben wir hier rundherum einmal Said Haq stehen, dann diese verschiedenen Muster wieder, diese Zierleisten, und das zieht sich hier wirklich komplett durch. Also auf der linken Seite abgeschnitten, in der Mitte die komplette Zierleiste und auf der rechten Seite dann nochmals abgeschnitten. Und auf der anderen Seite auch wieder Said Haq zu lesen. Ja, ist jetzt von der farblichen Gestaltung nicht ganz so mein Fall, was den Regenschirm betrifft. Und ich muss auch ehrlich sagen, selbst wenn es draußen regnet, ich verwende selten bis nie Regenschirme. Also es ist wirklich ganz, ganz selten der Fall. Und dann muss es echt auch weltuntergangsmäßig regnen, dass ich einen Regenschirm verwende. Aber es ist eine echt gelungene Sache und ich habe sowas auch noch nie in so einer Rapbox gesehen. Also alleine so für den, ich sag mal, Faktor, dass es eine Premiere darstellt, beziehungsweise für die Kreativität, ist es auf jeden Fall eine schöne Sache. Jetzt muss ich nur noch schauen, ob ich das Ganze irgendwie wieder zusammenlegen kann. Aber ich denke, wir kriegen das hin. Ohne dass ich jetzt irgendwie allzu viel kaputt mache. Ja. Also den Klettverschluss haben wir wieder zugebracht.
Hier haben wir eben dann diese Schlaufe zum Festhalten und dann hier auch wieder dieses kleine Säckchen, um das Ganze dann da hinein zu befördern. Gut, wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal eben gezeigt der Regenschirm inklusive Hülle. Dann dieses Duftbäumchen, in diesem Fall ein Duftpullover. Dann haben wir diesen Sticker hier, kreisförmig. Die Instrumentals zum Album in einem Digisleeve. Und natürlich das Album an sich, Hack, 13 Tracks und 4 Features. Das alles in dieser wunderbaren Box, Hack von Said. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Said unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.